Also, jetzt probieren wir das mal. Herzlich willkommen in Los Angeles. Und hinter diesem Hügel ist das Hollywood Sign. So, wir haben jetzt unsere Pokeball. Sieht irgendwie unspektakulär aus, aber das ist so Sashimi mit Lachs und Avocado und schwarzem Sesam. Und unten drunter ist Reis. Also ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Schaut mal, wir haben uns jetzt so ein Yogurtland. Das wollte ich schon Froyo sagen. So ein Frozen Joghurt geholt. Und zwar habe ich jetzt hier Kokoseis und Mango-Sorbet mit verschiedenen Toppings. Und deins sieht irgendwie besonders geil aus. Du hast Chocolate und Kokos. Genau. Oh, du hast das voll schön gemacht. Bei mir sind so Mini-Peanut-Butter-Cups drin. Mhm. Diese kleinen Dinger. Die kenne ich schon von dem anderen Joghurt-Place. Und Chia und Beeren und so. Ja. That's it. Voll süß aus, guck. Ja. Hier war Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Pharrell Williams habe ich gerade abgefilmt. Cool, ne? Ja. Da wandern wir jetzt hin. So, wir wandern jetzt zum Hollywood-Zeichen. Wir wollen nämlich dahinter. Kathi, ein Vorher. Yay. So, jetzt sind wir schon ungefähr 20 Minuten weiter. Lass mal gucken. Nee, 12 ungefähr. Und die Straße hier ist richtig süß. Hier gibt es voll die süßen Harry Potter Häuser. Und langsam geht es auch etwas steiler den Hügel rauf. I'm very excited. Häuser gucken macht auf jeden Fall Spaß. Hier zum Beispiel. Sassy snazzy. Ich schnaub halt schon wie so ein Ross. Wir sind jetzt schon 1 Kilometer gelaufen. Dein Rücken ist übel rot. Oh no! Siehst du meinen Rücken? Ja. Und Kathi ist wieder mit Birkis am Stock. Am Start. Am Stock ist sie mit Birkis. Aber heute hat sie auch Turnschuhe dabei. Braves Kind. Ja. Also wir sind jetzt am Ende der Straße und haben das geheime Tor gefunden. Ich zeige es euch mal. Und zwar hier. Das ist anscheinend immer offen. Das werden wir jetzt mal testen. Bin schon ganz gespannt. Okay, okay, okay. Sieht ja eigentlich nicht so aus, als könnte man da rein. Okay.
Okay. Woher weißt du das? Nix, ich weiß gar nichts, ich probier's. Also jetzt ist Gott sei Dank jemand rausgefahren, sonst hätten wir nicht reingekonnt. Kommt aber schon wieder jemand. Und ja und? Off we go. Wir werden hier nicht rausgeschmissen, Kathi, alles gut. Jetzt habe ich schon Angst. Ach Quatsch, vor was denn? Hier in dem Gebüsch hört man die ganze Zeit was fauchen. Könnt ihr das hören? Ich weiß es nicht, aber... Versuch's gerade auf Kamera. Und es hört und hört nicht auf und daher fängt es an zu knacken und so. Also es ist 100% irgendeine Schlange, die da rumfaucht. Creepy. So, hier geht's ganz schön steil rauf. Ich schön in meinem Dress mit Schlitz. Es ist gut für die Baden. Machst du ein Foto? Hey, wir waren jetzt auf der Pony Ranch und wurden von einer netten Frau, die nicht so nett war, weggeschickt. Und jetzt haben wir hier so einen Schleichweg gefunden und hoffen, Holly Ridge Trail. Also es könnte sein, dass wir richtig sind. Rattlesnake, siehst du, das war eine Klapperschlange. Ja, Caution Rattlesnake. Yep. Oh Gott. Aber guck mal hier. Wir können ein Foto machen. Könnt ihr sehen? There it is! Es ist ja eh nicht weit weg. Oh ja. Sieht man das Observatory. Ah, ja. Oh ja. Ja, da können wir auch noch reinschauen. Ins Observatory, ja. Jetzt. Danach. Lauf mal rüber. Ich hab das Bild. Ich muss da rüber. Nein, danke. So, Kinders. Jetzt sind wir fast oben. Es ist ganz schön anstrengend. Aber es gibt jetzt den View zur hinteren Seite, hinterm Griffith Park. Das ist auch sehr schön. Und hinter diesem Hügel ist das Hollywood Sign. Hier ist schon mal der View über die Stadt. Wahrscheinlich. Schnuffi, ja. Da ist es. Hast du es gesehen? Nee. Hier unten? Ah. Wir sind dahinter! Ich habe es gar nicht gesehen. Ich dachte, das würde jetzt hier oben kommen. Ja, ich dachte auch. High five! Yeah! Guck, guck! There it is! Hier ist eine Tür. Ist aber abgesperrt. Klar. So, jetzt sind wir wirklich ganz oben. Und jetzt schaut euch mal den tollen View an. Downtown. Griffith Observatory. Griffith Park. Das sind die Antennen auf dem Hollywood-Zeichen. Guys, time.
Pictures. Also hier sieht man, wir sind hier lang gelaufen. Hier rauf und dann da drüben in die Berge. Morgen, ihr Lieben. Heute ist wieder ein bisschen grauer Tag und es ist mein erster Tag wirklich alleine hier in Los Angeles, weil ich ja den glücklichen Zufall hatte, dass meine Freundin aus Berlin, die liebe Kathi, hier den gleichen Urlaub wie ich gebucht hatte, unabgesprochen. Sie war 3 Wochen hier in Los Angeles und ja, unsere eine Woche hat sich überschnitten. Sie fliegt jetzt heute wieder zurück nach Berlin und ich fliege erst am Sonntag wieder. Heute ist Freitag und ich habe jetzt beschlossen, dass ich mir einen leckeren Frühstücks-Smoothie beim Lifehouse hole. Das ist ein super cooler Juice Place. Also da kann man so Saft kaufen und aber auch eben Smoothies. Und da wollte ich eigentlich jetzt die Tage schon öfter mal hingehen, weil, ja, Smoothies, wenn ihr mich kennt, ich liebe Smoothies und von daher ist das the place to be für mich und es ist nicht weit weg, das sind jetzt nur 800 Meter von meinem Airbnb, also wirklich nicht die Welt. Jetzt bin ich gerade 10 Minuten gelaufen und jetzt bin ich schon am Sunset Boulevard. Here we go. Mein Coconut Spirulina Smoothie am Sunset Boulevard im grauen Wetter, aber es schmeckt ultra gut. Da ist Kokosnuss drin und Kokosnussfleisch und ziemlich geile Sachen. Kakao. Good, good, good. Schaut, ich habe eine Katze entdeckt. Katze! Hallo! Bald habe ich auch eine Katze. Nur noch 3 Tage. Schaut mal, das ist wie bei den Sims. Hier wird die Zeitung einfach vor die Tür geschmissen. Genauso wie die Post. Geil! Schaut, jetzt gehen wir mal zu Kmart und schauen, was das so ist. Habt davon eigentlich schon viel gehört online. Aber ich glaube, Tatjana hat gesagt, es ist eher so eine Ramschbude. Mal gucken. Okay, sieht ein bisschen aus wie Kick. Ziemlich sogar. Viele Klamotten. Hier gibt es Schmuck. Unten geht es irgendwie noch weiter. Hier gibt es einen Aufzug für Wägen. Den kann man hier drüben runterlassen. Crazy! Wow, hier gibt es echt alles. Auch Küchensachen und so. We go to Whole Foods.
nachdem ich die 10. Folge Friends angeguckt habe und meinen Koffer jetzt so gut wie fertig gepackt habe, wollte ich euch noch kurz was erzählen. Und zwar fühle ich mich schon die ganze Zeit, seit ich hierher gekommen bin, so, weiß ich nicht, so heimwehmäßig, und ich bin auch voll oft in Gedanken in Deutschland und vermisse so meinen Alltag irgendwie oder möchte eigentlich auch gerne gerade zu Hause sein. Vermisse meine Mama und meinen Papa und FaceTime mit meiner Schwester und kann es kaum abwarten, dass ich endlich meine Katze bekomme. Und ich würde am liebsten jetzt schon zu Hause sein, und das ging mir schon am ersten Tag so, als ich hier angekommen bin. Und normalerweise, also ich habe am Anfang halt gedacht, dass das total schlecht ist, also dass man so nicht denken soll, weil man ja im Urlaub ist und weil man das ja genießen soll, und was ich auch gemacht habe. Aber mittlerweile finde ich eigentlich den Gedanken ganz schön, dass ich mit meinem Leben im Moment so zufrieden bin, dass ich, wenn ich im Urlaub bin, mein Leben zu Hause vermisse. Und das fand ich eigentlich echt einen ganz schönen Ansatz, das mal aus der Sicht zu sehen und sich nicht nur zu sagen, oh, jetzt hör mal auf damit, du bist ja jetzt im Urlaub, du musst das jetzt genießen, du darfst kein Heimweh haben, so ungefähr. Aber es ist ein gutes Heimweh. Also ich freue mich auch wirklich, nach Hause zu kommen, und ich freue mich auch noch mehr, dass meine Mama mich abholen kann, weil sie nämlich eigentlich in den Urlaub gegangen wäre, und jetzt kann sie mich doch abholen, weil in Genua, wo sie hingereist wäre, regnet es diese Woche oder eben nächste Woche. Und ja, von daher kann sie mich abholen, und dann kann sie auch den kleinen Katzi-Mann endlich kennenlernen, genauso wie ich ihn dann richtig kennenlernen kann. Und ich bin eigentlich einfach nur happy und ich freue mich auf zu Hause. Und ich finde das schön, weil ich eigentlich gedacht habe, ich würde mich hier so voll krass wohlfühlen und hätte dann Lust, vielleicht sogar hier zu leben, oder ich weiß nicht, weil einfach auch der Lifestyle hier meinem sehr ähnelt, oder dem, was ich so erstrebe, ähnelt, und ja, auch das mit dem schönen Wetter und so, aber irgendwie geht es mir gar nicht so. Ich fand das jetzt schön als Urlaub und auch toll, hier die Stadt kennenzulernen. Und es gibt auch viele Dinge, die ich an den Amerikanern und am American Way of Life zu schätzen gelernt habe. Und ich weiß, man kann in 10 Tagen nicht alles wissen und alles kennengelernt haben, aber ich habe wirklich jetzt einen guten Blick auf die Stadt und ja, fand auch meinen Tag heute hier mit mir mal schön, weil ich solche Zeit auch immer brauche für mich. Da reflektiere ich einfach auch viel. Und es bringt mir wahnsinnig viel Ruhe zu wissen, dass ich jetzt alles im Koffer habe, und drückt mir die Daumen, dass ich nicht über die 23 Kilo hinausgehe, weil ich hatte beim Losfliegen 22. Gut, ich habe meine Nüsse raus und noch ein paar Snacks, und ich glaube, ich werde meine Lederjacke anziehen beim Fliegen, damit das Gewicht schon mal raus ist. Ich stopfe einfach auch noch mehr in mein Handgepäck rein. Ja, und ich habe die Kale-Chips aufgefressen und diese Sojabohnen, die Edamame-Bohnen. Ups. Das wird wohl heute mein Abendessen gewesen sein. Vielleicht gehe ich noch für einen Evening Walk nach draußen. Es ist nämlich jetzt schon 18.42 Uhr. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin gerade schon wieder auf den Beinen unterwegs zum Melrose. Das ist hier eine schöne Straße, wo ihr immer die ganzen LA-Bilder mit den Flügeln auf rosa Hintergrund seht. Und ja, hier gibt es generell viele so Hipster-Walls. Ich gehe zu einem Café oder zu einem Juice-Place, der heißt Moon Juice. Das habe ich auch bei Lee from America empfohlen bekommen. Das ist eine Bloggerin hier aus Los Angeles.
Und ich mag ihre Sachen wirklich sehr gerne. Die ist so ein bisschen alternativ, nicht ganz so normal. Ja, und sie hat eben dort den Matcha Latte empfohlen. Und ich habe jetzt einfach mal Lust, den auszuprobieren. Der Vogel hat gerade irgendwas runtergeschmissen hier. Ja, und das mache ich jetzt. Erst wollte ich ins LACMA gehen, ins Museum of Arts hier in L.A. Ich glaube, das werde ich vielleicht später auch noch machen, wobei das recht teuer ist, finde ich. $20 Eintritt. Aber ich habe heute eigentlich nicht mehr so viel vor. Es ist mein letzter Tag in L.A. Und das Wetter ist grau, wie ihr sehen könnt. Sonst wäre ich vielleicht noch mal an den Strand gegangen. Aber es ist wirklich sehr kalt. Ich habe einen langen Pulli an, eine lange Hose und meine Lederjacke. Und es ist recht kühl. Also ich glaube, es hat höchstens 17 Grad oder so. Und von daher einfach mal ein bisschen entspannter. Oh mein Gott, schaut mal, da gibt's ein Cat Café. Kann man da etwa mit Katzen schmusen den ganzen Tag? Oh mein Gott, ich glaube, ich muss nachher nochmal zurückkommen. Also, ich war jetzt im Carrera Café, was die Steffi mir empfohlen hatte hier auf der Melrose, weil ich nämlich die ersten paar bestimmt 10 Minuten in die falsche Richtung auf der Melrose gelaufen bin und ich ja auf dem Weg zum Moon Juice war und ich dann vor Hunger gestorben bin, habe ich dort ein geiles Sandwich gegessen und ich glaube, ich laufe jetzt trotzdem zum Moon Juice und gönne mir noch ein Matcha, vielleicht auf dem Rückweg noch im Cat Café eine Kleinigkeit, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich da, glaube ich, heute noch rein. Ja, heute klappern wir mal die Cafés ab und vielleicht dann später noch das Museum. Who knows, who knows. Vielleicht bin ich dann auch viel zu müde und fall schon mal ins Bett. Für meinen Jetlag wäre es ja ganz gut, mich da schon mal dran zu gewöhnen. Mal schauen. Es ist auch echt wenig los dafür, dass Samstag ist. Eigentlich war es immer voll crowded. So, this is the matcha latte from Moon Juice with pearl powder, adaptogenic matcha latte. Also die sind darauf ausgelegt, die haben so Powder, so Superfood Powder mit verschiedenen guten Wirkstoffen, zum Beispiel auch Ashwagandha. Das benutze ich daheim auch. Also das sind so Pulver aus so Wurzelextrakten oder auch von verschiedenen Pilzarten, die einfach helfen sollen, so Hormone in Balance zu bringen und für eine reine Haut sorgen und so weiter und so weiter. Also da gibt es tausend verschiedene. Ich habe mir jetzt gerade auch hier so einen Informationszettel zu den verschiedenen Dusts, die hier verkaufen, mitgenommen. Vielleicht hole ich mir nachher auch mal so ein kleines Sample davon für zu Hause. Und jetzt werde ich mal den Matcha Latte probieren. Leider habe ich ihn nicht in der richtigen Tasse bekommen. Von daher habe ich kein schönes Muster oben drauf. Aber das macht nichts. Wie cool ist eigentlich dieser Punkt hier? Einfach nur schön. Auf jeden Fall cool, dass ich das jetzt hier ausprobieren kann. Wir sind hier übrigens in einem Teil von der Melrose Avenue. Oder dem Melrose Boulevard, wo es extrem teuer ist. Also hier ist Chloe und die ganzen großen Marken und hier sind auch Blogger an jeder Ecke, die irgendwie ein Bild machen vor dem Café Alfred hier. Da hat meine Freundin Tatjana auch schon ein Bild hochgeladen, das habe ich gesehen. Fancy part of LA. Thank you.
check out the line in front of Glossier now. This girl bought something at Glossier. spontan in den Glossier hier reingegangen, den es erst seit ein paar Tagen gibt. Der hat, glaube ich, am Dienstag eröffnet oder so. Und die Leute stehen da echt an, like crazy. Vorhin wollte ich schon nicht reingehen, weil die Schlange so lang war. Aber jetzt bin ich gerade zu einem Zeitpunkt gekommen, wo es echt gut war, weil als ich raus bin, standen die Leute wieder 20 Meter an. Das ist so ein Beauty-Brand. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, was das ist. Aber ich habe mir jetzt so ein Gesichtsserum für reine Haut gekauft. Ich werde mich noch über die Marke, glaube ich, ein bisschen informieren. Das gibt es auf jeden Fall auch in der UK. Ich habe Zoella schon mal gesehen, wie die da was gekauft hat und ja, wollte es einfach jetzt ausprobieren. Ich finde das Konzept crazy. Also man geht da rein und bestellt bei den Damen, die da einem was über die Produkte auch erzählen, und dann werden die Namen aufgerufen und man bekommt dann sein Produkt in so einer Stofftasche in die Hand gedrückt. Es wird natürlich alles über Kreditkarte gekauft und bezahlt. Also das würde in Deutschland wahrscheinlich keiner machen, aber hier wird einfach alles mit Kreditkarte bezahlt. Und ja, jetzt habe ich mir ein Serum gekauft und ich werde auf jeden Fall mal gucken, wie das meiner Haut gut tut. Das ist mit Zink. Und Zink ist ja gut für die Haut, also mal gucken. Eigentlich just for fun, so ein bisschen auch als Souvenir natürlich. Gotta get something to remember. Schön, dass du bis hierhin geschaut hast. Ich hoffe doch, du hast alle drei meiner Los Angeles Vlogs gesehen. Ich wollte jetzt nur kurz rein cutten, weil ich euch erzählen wollte, dass es jetzt noch ein Los Angeles Special geben wird. Und das wird mein Whole Foods Try sein, wo ich leckere Sachen aus dem Whole Foods teste. Kale Chips und Co. Außerdem gibt es dann noch einen Vlog Special von meiner Wandertour mit dem lieben Hendrik. Dann sind alle Vlogs, die ich im Petto hatte, fertig geschnitten und hochgeladen. Ich hoffe sehr, ihr hattet viel Spaß. Wenn ja, dann abonniert jetzt meinen Kanal für mehr Videos von mir. Und wir sehen uns ganz bald mit einem tollen neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe tolle Dinge für euch geplant. Kuss und Schluss, eure Lea.